Zum Jubiläum 20 Jahre Fortbildung für Sicherheitsbewerter luden der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche und angewandte Kosmetik internationale Experten zu einem wissenschaftlichen Symposium nach Frankfurt ein, um sich über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Kosmetiksicherheit auszutauschen. Verbraucher in der EU können sich darauf verlassen, dass nur sichere kosmetische Produkte im Handel sind. Das gewährleistet ein anspruchsvoller gesetzlicher Rahmen. Seit 1997 müssen Hersteller von Kosmetika jedes Produkt vor Verkaufsstart einer umfassenden gesundheitlichen Sicherheitsbewertung unterziehen. Diese Sicherheitsbewertungen werden von speziell geschulten Fachleuten, den sogenannten Sicherheitsbewertern, durchgeführt und beziehen auch die Markterfahrung mit ein. Da die Sicherheitsbewerter, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden, denn sie sind ganz wesentlich, damit der Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Produkte nutzen kann. Und gerade bei kosmetischen Mitteln ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung für ihren Gebrauch, denn kosmetische Mittel sind im Grunde für den Verbraucher fast genauso wichtig wie Lebensmittel, von denen er ja ausgeht, dass sie gesundheitlich unbedenklich sind. Damit die Fortbildungen für die Teilnehmer anschaulich und praxisnah sind, wird viel Wert auf die Auswahl der Referenten und Themen gelegt. Hochkarätige Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen von Hochschulen, Behörden und aus der Industrie werden regelmäßig als Referenten für die Kursmodule gewonnen und geben ihr aktuelles Fachwissen an die Sicherheitsbewerter weiter. Ja, Kenntnisse über Hautphysiologie, über die Anatomie sind natürlich sehr wichtig, um auch Reaktionen der Haut beurteilen zu können. Und da bieten wir in unserem Kurssegment natürlich einmal die Grundlagen an, auch die Methoden, mit denen Hautverträglichkeit nachgewiesen werden kann, um dann auch dem Sicherheitsbewerter die Sicherheit zu geben, ob ein Produkt hautverträglich ist und was eben die Voraussetzungen sind, um die auf den Markt zu bringen. Die Teilnehmer der Fortbildungen schätzen es sehr, dass die Kurse immer auf dem neuesten Stand sind. Wir sind Dienstleister für Regulatory Compliance und für uns sind die immens wichtig, weil wir dadurch wirklich die Sicherheit bekommen, wissenschaftlich und rechtlich immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Und die Sicherheit, die geben wir einfach an unsere Kunden weiter. Von daher, die sind für uns unabdingbar, diese Kurse. Also ich komme jetzt regelmäßig schon seit vielen Jahren. Diese Kurse sind immer aktuell. Man lernt eine Menge dabei, sodass ich also für meinen Job als Sicherheitsbewerter immer up to date bin. Es gibt ja nicht allzu viele Möglichkeiten, sich als Sicherheitsbewerter weiterzubilden. Und deshalb ist es eine klasse Maßnahme vom IKW und von der DGK, diese Kurse hier anzubieten und dieses hochwertige und qualitativ niveauvolle Seminar anzubieten. Und auch die Behörden nutzen die Fortbildung der Sicherheitsbewerter. Kosmetische Mittel unterliegen genauso wie Lebensmittel und Bedarfsgegenstände der amtlichen Überwachung. Die amtliche Überwachung beinhaltet die Kontrolle der Produkte auf dem Markt, die Kontrolle der guten Herstellungspraxis beim Hersteller und auch die Kontrolle der Produktinformationsdatei bei der verantwortlichen Person. Dies beinhaltet vor allem die Sicherheitsbewertung. Well, I think that the training, continuous training of safety assessors is very important, especially in Europe, because we are confronted with a special legislation where we work with alternative methodology, but especially replacement methodology. So we have a lot of changes and it's very important that people stay aware of what is changing and that they adapt and that they, the training is absolutely necessary.